Kurven hinterschneiden mit dem Motorrad. Jeder von euch hat davon schon mal gehört. Viele von euch nutzen es. Das hört man in der Fahrschule und überall. Kurve hinterschneiden ist ein gängiger Begriff. Die Frage ist allerdings zum einen, wieso macht man das? Und zum anderen, kann es nicht denn sein, dass das Kurve hinterschneiden vielleicht nur eine Lösung für ein anderes Problem ist? Wir gehen der Sache jetzt ein bisschen näher auf der Spur. Schauen wir uns das Ganze an. Bleibt dran. Typisches Kurvenhinterschneiden nutzt man hauptsächlich auf der Straße, aber auch auf der Rennstrecke. Und man könnte es vereinfachen, indem man sagt, man versucht immer in der Kurve so spät wie möglich innen zu sein, wenn ich jetzt von der Richtung komme. Egal, ob ich jetzt hier einen Mittelstreifen habe, weil ich auf der Landstraße unterwegs bin, und wenn ich so Mittelstreifen habe, dann versuche ich natürlich irgendwo so weit wie möglich zur Mitte zu und dann spät einzulenken. Natürlich auf der Straße nicht weiter hinaus, weil kommt der Gegenverkehr. Auf der Rennstrecke nutze ich natürlich meinen ganzen Platz bis hier oben raus, um maximal Platz zu nutzen. Vorab, um das ein oder andere klarzustellen. Das Kurvehinterschneiden ist eine tolle Sache. Es wird dir in der Fahrschule, hoffentlich, schon beigebracht und es hat bestimmt schon dem ein oder anderen den Arsch gerettet. Weiter geht's im Video. Weil eins müssen wir uns nämlich merken, es gibt drei Faktoren, die können wir nicht ändern. Das ist Radius, das ist Schräglage und das ist die Geschwindigkeit. Diese drei Faktoren sind immer voneinander abhängig. Das ist die Physik. Die kann der Fahrer nicht ändern. Nicht der Beste. Deswegen, das ist immer entscheidend. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit 80 km/h bei vorgegebenen Radius, bei vorgegebenen Radius 45 Grad Schräglage fahren, damit wir die Kurve fahren können, dann würden wir bei selben Radius mit 90 km/h vielleicht 50 Grad Schräglage fahren. Spielt jetzt keine Rolle, ob es 49 oder 51 sind, aber die Schräglage erhöht sich. Soweit so klar. Das ist die Voraussetzung, um das zu verstehen. So, jetzt ist die Frage, inwiefern das Kurvenhinterschneiden eigentlich nur Mittel zum Zweck oder eine Lösung für ein ursprüngliches Problem ist. Der Vorteil, wenn ich jetzt diese Kurve, ich mache es mal hier fertig, der Vorteil ist, wenn ich diese Kurve so in diesem Hinterschneidmodus fahre, habe ich ziemlich lange denselben Radius. Das heißt, der Radius ist ungefähr gleich von hier bis hier. Was heißt, so viel wie selber Radius, selbe Schräglage und selbe Geschwindigkeit. Ein Moment der Phase der Kurve, die relativ unspektakulär ist und vor allem, und jetzt kommt der Clou, damit ich nicht nachkorrigieren muss und nicht meine Linie verlassen muss. Das heißt, ich kann, wenn ich hier einlenke, immer auf derselben Linie bleiben. Es ändert sich nichts nach außen, nichts nach innen. Ich bin safe. Der Straßenfahrer ist safe, der kommt nicht in Gegenverkehr, den treibt es nicht raus, der Rennstreckenfahrer fährt nicht in den Kies raus und so weiter. Das ist der Vorteil des Hinterschneidens. Lange denselben Radius und deswegen selbe Schräglage, selbe Geschwindigkeit. Bekanntlich hat jeder Vorteil auch einen Nachteil. Nicht, dass das Hinterschneiden einen direkten Nachteil hätte, aber es ist mehr eine Hilfestellung, um ein anderes fahrerisches Defizit auszubügeln. Stell dir vor, du würdest beim Fahrrad immer mit Stützen fahren. Spaß beiseite, ich zeige dir noch eine andere Möglichkeit. Die Königsklasse, um Radien zu fahren. Angenommen, wir würden diese Kurve jetzt komplett innen fahren, also irgendwo hier, komplett innen,
dann ist es natürlich abhängig von der Kurve so ein bisschen, und ich habe es auch hier so aufgezeichnet, wie sich der Radius in der Kurve verändert. Und der verändert sich. Das heißt, dieser Radius ist von hier nach hier anders, ist von hier nach hier anders und wird von hier nach hier wieder anders. Das heißt, es ist ein permanent anderer Radius. Und wenn uns eines, nur einer dieser Faktoren, das Limit gibt, dann ist das die Schräglage. Mit der Schräglage bist du limitiert. Du hast nicht unendlich Schräglage, weil mit mehr als 50 Grad Schräglage ist halt Feierabend. Vor allem im Straßenreifen oder so. Sagen wir mal 45 Grad. Und selbst das wäre auf der Landstraße sowieso zu viel. Von der Rennstrecke, okay, sagen wir 55 Grad mit Slicks. Aber egal, du bist limitiert mit deiner Schräglage. Und die kannst du nicht mehr ändern. Wenn du hier schon mit 55 Grad Schräglage bist und der Radius wird hier nochmal enger, dann hast du ein Problem. Weil dann fängst du an, den Radius zu erweitern, um mit dieser Schräglage, um mit dieser Geschwindigkeit nicht zu stürzen. Also fährst du hier raus. Also ungefähr hier. Tja, dann wäre es aber so, dass quasi jeder, der nicht hinterschneiden kann in manchen Situationen, weil die Straße zu eng ist, weil der Gegenverkehr in meine Fahrbahn hineinfährt, weil ich die Rennstrecke nicht kenne, da müsste ja quasi immer jeder rausfahren. Tut er aber nicht immer. Manchen passiert der Fehler, manchmal geht er glimpflich aus, manchmal geht er schlecht aus. Das heißt, was kannst du jetzt tun, wenn du mit deiner Schräglage am Limit bist und musst den Radius in der Kurve ändern? Und das ist die Königsklasse des Motorradfahrens und das ist die Geschwindigkeit nach Korrigieren. Das heißt, die Geschwindigkeit im Radius zu ändern. Und das ist auch die Königsliga im Rennenfahren, weil im Rennenfahren habe ich nicht in jeder Kurve einen und denselben Radius. Die Radien ändern sich in der Kurve. Ich will so gerade rein wie möglich, mache einen kurzen Haken, drehe wieder um. Das Moped steht nur kurz in maximalen Schräglage. Das heißt, ich habe eine Änderung der Geschwindigkeit. Und wenn ich zum Beispiel im Bereich von hier, ich muss mal das alles wieder wegtun, damit wir da nicht zu viel durcheinander haben. Ich hoffe, es hat sich jetzt jeder gemerkt. So, kurze Unterbrechung, sorry dafür. Dieses Video ist gesponsert von M-Movies, dein Film. Das bin übrigens ich. Falls du Interesse hast oder Bedarf hast, mit deinem Betrieb einen tollen Werbefilm oder einen Imagefilm für deine Homepage, für deine Social-Media-Seite zu machen, unten in der Beschreibung der Link auf meine Homepage. Ich mache nicht nur Filme in Zukunft hier für meinen YouTube-Kanal, sondern auch für euch. Schau mal vorbei, vielleicht ist was für dich mit dabei. Danke dir, weiter geht's im Video. So, im Endeffekt kommt man zu dem Entschluss, Kurven hinterschneiden ist gut, ist nice to have, aber man soll es auch ohne beherrschen. Und das ist die Königsklasse und das ist wichtig, weil du nicht immer in der Lage bist, die Kurve zu hinterschneiden, nicht in jeder Kurve, nicht wenn du nicht weißt, wie lang ist denn die Kurve überhaupt, wie lang soll ich denn hier überhaupt außen bleiben, wenn ich eine 200 Grad Kurve habe, dann ist natürlich die Frage, wann hört denn die auf? Und dann bleibe ich so lange in der Mitte, dass ich ja so lange immer denselben Radius fahre oder doch den Radius ändern muss mit der Kurvenverbiegung, wenn sich die Kurve ändert, wenn sich der Kurvenradius an und für sich ändert. Deswegen muss ich her der Lage sein, die Geschwindigkeit in der Kurve anzupassen. Und wie mache ich das in dem Moment? Und das ist schwierig, aber dennoch nicht so schwierig, wenn man weiß, wie man es anwenden muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier innen ankomme, und merke, die Kurve wird enger, dann habe ich nur eine Chance. Entweder mehr Schräglage aufbauen, wenn ich da am Limit bin, dann langsamer werden. Weil den Radius kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen. Und dieses langsamer werden geht im Endeffekt nur mit Gas zumachen. Nicht bremsen, Gas zumachen. Durch dieses Hinterschneiden wird einem gelernt, dass man bremst, an Stützgas geht und einlenkt und dann den ganzen Radius, der gleich bleibt, mit der ein und derselben Geschwindigkeit fährt. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn ich feststelle, dass die Kurve enger wird, weil dann muss ich nämlich in dieser Stützgasphase, die ich ja das Gas schon offen habe, das Gas wieder zumachen. Und wenn ich Pech habe, bremsen. Das heißt, deswegen empfehle ich immer in die Kurve hinein zu verzögern. Verzögern heißt nicht unbedingt bremsen,
ist nicht notwendig, es reicht, das Gas geschlossen zu haben. Dann ist das Bike auch viel agiler, weil ich dann in so einer Situation auch nachkorrigieren kann. Und auch mir geht es auf der Rennstrecke so, wenn ich eine Strecke nicht kenne und hier feststelle, die Kurve wird enger, Gas zu. Gas zu, Moped wird vorn schwerer, weil es nach vorne geht, Motorbremse zieht und dann wird es agiler. Und dann kann ich auch den Radius in der Kurve ändern, mit der Geschwindigkeit anzupassen. Das ist eigentlich das, was entscheidend ist. Und dann habe ich hier zwar denselben Radius, oder ich fahre den Radius der Kurve entlang, sage ich jetzt mal, aber ich habe hier verschiedene Geschwindigkeiten. Das heißt, ich bin hier schneller, dann bin ich hier einmal langsamer und hier werde ich dann schon wieder schneller. Das heißt, ich muss, je nachdem, was ich von diesen drei Faktoren in der Lage bin, anzupassen. Und wie gesagt, das Hinterschneiden ist, wenn ich im Endeffekt einen ziemlich langen Bereich mit demselben Radius habe und dann permanent selbe Geschwindigkeit, selbe Schräglage fahren kann. Aber das ist nicht immer der Fall. Deswegen muss man es auch ohne Hinterschneiden beherrschen. Das wäre die Message. Ausprobieren am besten im Fahrsicherheitszentrum oder auf der Rennstrecke. Oder auf einer gut einsehbaren Kurve, wo man viel Platz hat und auch den Gegenverkehr sieht und nicht zufälligerweise in den Gegenverkehr fährt. Am besten sind Fahrsicherheitszentren für sowas. Aber man sollte immer in der Lage sein, die Geschwindigkeit in dem Radius anzupassen, damit man nicht hinterschneiden muss. Also, hinterschneiden ist nice to have, man muss aber das andere auch beherrschen. Das ist die Message. Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Schreib es auch gerne in die Kommentare, ob du das schon beherrschst oder ob du da schon was gemacht hast drüber. Und abonniere auch gerne den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao. I know it's hard to fall asleep, but do your